Hallo, mein torffreies Moorbeet ist jetzt fertig. Ich habe jetzt noch einen anderen Versandhändler gefunden, weil irgendwie die Sachen, die ich wollte, bei dem anderen nicht verfügbar waren ständig. Und da habe ich jetzt eben verschiedenes Sphagnum bekommen, von dem ich hoffe, dass das anwächst. Und dazu auch noch die fehlenden einheimischen Sonnentaue, die ich jetzt hier gepflanzt habe. Und weil es halt ein Moorbeet-Set war, waren auch noch andere Pflanzen dabei. Ja, und jetzt bin ich halt mal gespannt, ob das Zeug sich darin wohlfühlt. Und ich werde euch sicherlich mit weiteren Videos, ich werde sicherlich weitere Videos machen und den aktuellen Stand darstellen. Hier hinten sind ja meine Moosbeeren, die schauen noch recht gut aus. Ob die zwei Sonnentaue, das schaut auch gut aus, dass die kommen. Allerdings waren die ja getopft, das heißt, die hocken im Torf, während die, die ich vom anderen Händler bekommen habe, waren nicht getopft. Die habe ich jetzt praktisch in mein Substrat gesetzt. Von da ist das auch noch eine ganz spannende Alternative. Ja, nachdem die Felsenbirne gerade so in der vollen Blüte steht, dachte ich mir, ich höre mit der Felsenbirne auf. Macht's gut. Ciao, ciao.